Alkohol, Schlägerei, Mobbing. Es sind schwere Vorwürfe, die jetzt gegen Filmstar Til Schweiger erhoben werden. Set-Mitarbeiter berichten dem Magazin Spiegel von einem nicht zu billigenden Verhalten Schweigers am Set. Er soll betrunken zu den Dreharbeiten gekommen sein, Beleidigungen ausgesprochen haben und sogar einen Mitarbeiter geschlagen haben. Tanja, das sind heftige Vorwürfe. In dem Spiegelbericht geht es vor allem um einen Vorfall am Set. Dort soll er, ja, es waren die Dreharbeiten zu Manta Manta, dem zweiten Teil. Er soll dort sehr betrunken am Set gewesen sein, gelallt haben, getorkelt sein. Und es gab dann ein Wortgefecht. Man hat noch versucht, dazwischen zu gehen. Und am Ende soll er einen Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen haben. Kannst du dir das vorstellen? Das klingt jetzt sicher hart für Til Schweiger-Fans, aber ja, ich kann mir das vorstellen. Und wir selbst bei Bild haben auch recherchiert schon, weil es mehrere Vorwürfe gibt in diese Richtung. Also wir haben im Herbst letzten Jahres schon recherchiert. Es geht da auch noch um den Film Lieber Kurt. Da kam es ja auch zu einem Vorfall. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Und dieser Vorfall, der jetzt im Spiegel genannt wird, den haben wir auch gehört. Mit dem Spiegel haben jetzt ganz viele Schauspieler und Beteiligte gesprochen. Und ich muss sagen, es ist nicht das erste Mal, dass man so etwas hört und dass Til Schweiger einfach viel zu viel trinkt und dann auch nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Es wird auch geschrieben, dass er sehr beleidigend gewesen sein soll, seinen Mitarbeitern gegenüber. Da sind Worte gefallen am Set, angeblich wie Wichser oder Fotze. Und da muss man natürlich sagen, das geht natürlich über. Nicht. Also lass uns gleich noch mal zu der Gewalt kommen. Aber alleine diese Ausdrücke gegenüber Mitarbeitern zu benutzen, ist natürlich ein No-Go. Ja, das geht gar nicht, müssen wir nicht drüber sprechen. Ich selbst habe das auch schon erlebt, als es vor einigen Jahren zu einem Streit kam zwischen Jan Ullrich, der Radfahrer, und Til Schweiger. Die haben ja beide auf Mallorca gelebt, waren da quasi Nachbarn. Und da kam es auch zu einem Streit. Ich habe damals darüber berichtet, das hat Til Schweiger nicht gepasst. Und dann hat er mich auch öffentlich beschimpft mit einem sehr unschönen Wort. Es war spät abends, er war damals auch betrunken. Am nächsten Tag hat er sich dann entschuldigt. Also das ist immer wieder mal vorgekommen, solche Situationen. Wie hat er dich beschimpft? Na, es war auch kein schönes Wort. Es war das Wort Schlampe. Und hat er das im privaten Rahmen gesagt? Nein, er hat es öffentlich auch gepostet damals und hat es abgekürzt. Also er hat es mit SCH Punkt abgekürzt und hat dann auch noch einige Sätze dazu geschrieben, die nicht schön waren. Am nächsten Tag hat sich dann seine Anwältin bei mir gemeldet und hat sich entschuldigt bei mir. Also auch das kenne ich aus eigener Erfahrung, aber kenne es auch von einigen Personen, die mit ihm gearbeitet haben. Das heißt, seine Anwältin hat sich entschuldigt und er nicht höchstpersönlich. Naja, im Auftrag von Til Schweiger hat sie sich entschuldigt. Und ich glaube, es ist jedes Mal so bei ihm. Also das habe ich, wie gesagt, schon öfter erlebt, wenn Til Schweiger etwas macht unter Alkoholeinfluss und am nächsten Tag, wenn er es dann realisiert und dann sagt ihm natürlich auch sein Umfeld, Til, so geht das nicht und so kannst du nicht umgehen mit Menschen. Und das ist ja genau das, was jetzt auch im Spiegel thematisiert wird. Es gab noch einen anderen Vorfall Anfang April. Da hat er Videos bei Instagram hochgeladen, in denen er relativ lange erzählt über den Erfolg von Manta Manta, wie er sich freut. Er erinnert sich nochmal an das Casting vom ersten Teil zurück. Und sagt Sätze wie, ich feiere gerade nur, ich habe jetzt 3 Nächte nicht geschlafen. Er ist in diesen Videos in einem, das kann man einfach nicht sagen, stark betrunkenen Zustand. Er lallt, er kriegt eigentlich kein gerades Wort raus. Ich habe diese Videos damals gesehen und habe mir wirklich an den Kopf gefasst, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, unangenehm, wirklich, wirklich sehr, sehr unangenehm. Er hat es dann gelöscht, dieses Video. Na, er hat es nicht selbst gelöscht, wie wir erfahren haben, sondern die Videos wurden aus seinem engsten Umfeld, wurden die Videos gelöscht. Er fand es wohl gar nicht so schlimm, diese Videos hochgeladen zu haben. Aber er war natürlich in dem Moment auch leider durch diesen ganzen Alkohol, den er getrunken hat, nicht mehr Herr seiner Sinne. Nun kann man ja auch sagen, leben und leben lassen. Also jeder ist sein eigener Herr. Wenn er gerne viel trinkt, dann soll er das bitte. Problematisch wird es dann halt nur, wenn andere Menschen darunter leiden. Und das ist jetzt ja ganz offenbar der Fall. Denn es gibt einfach massive Beschwerden über ihn und über sein Verhalten. Hat Til Schweiger ein Alkoholproblem?
All das, was wir wissen aus seinem Umfeld, hat Til Schweiger ein Alkoholproblem. Wir haben ihn natürlich mehrfach auch darauf angesprochen. Wir wollen mit ihm sprechen. Wir wollen auch mit ihm jetzt über diese Vorwürfe im Spiegel natürlich mit ihm sprechen. Aber er sagt, er wird sich dazu nicht äußern. Er selbst sieht das nicht so. Also er selbst sagt, er habe kein Alkoholproblem. Er genießt einfach manchmal den Moment oder er feiert gerne mal einen Erfolg, wie eben Manta Manta jetzt, der gut gestartet ist im Kino. Sein Umfeld, auch das wissen wir, macht sich seit Jahren schon große Sorgen um Til Schweiger. Die haben auch natürlich in mehreren Gesprächen immer wieder versucht, ihn davon zu überzeugen, dass er Hilfe braucht, dass er dieses Alkoholproblem angehen muss. Ich meine, du darfst nicht vergessen, Janina, er hat ja auch Kinder, die sehen das ja auch. Er hat inzwischen sogar Enkel und das ist natürlich für sein engstes Umfeld und auch die Freunde, die ihm ja immer wieder zur Seite stehen, es ist nicht schön für die Kinder, solche Videos zu sehen vom eigenen Vater. Du hast vorhin einen Vorfall angesprochen bei einem anderen, bei Dreharbeiten zu einem anderen seiner Filme. Vielleicht willst du da noch mal näher drauf eingehen. Ja, das war der Film Lieber Kurt und da gab es eine der Schauspielerinnen, die in diesem Film dabei war und die auch in vielen anderen Filmen von Til Schweiger immer wieder dabei war. Und da kam es zu einem ähnlichen Vorfall wie der jetzt im Spiegel beschrieben wird. Und diese Schauspielerin hat dann das Set verlassen, weil sie sagt, sie muss jetzt erstmal durchatmen, runterkommen. Er hat sie auch massiv attackiert und angeschrien. Und sie war auch geschockt natürlich, hat dann die Dreharbeiten verlassen. Verbal attackiert oder auch physisch? Auf jeden Fall verbal attackiert. Mhm. Also das war sehr unschön für die Frau und sie kennt ihn auch seit vielen, vielen Jahren, weil sie seit vielen Jahren immer wieder in seinen Filmen dabei ist. Sie hat dann die Dreharbeiten verlassen und hat dann auch die ganze Werbekampagne nicht mit begleitet, weil sie einfach sagte, irgendwo ist gut. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt ja bis heute scheinbar keine Anzeige. Mhm. Also die ganzen Vorwürfe, die jetzt im Raum stehen, es hat sich niemand getraut, diese Vorfälle anzuzeigen, was eigentlich der nächste Schritt wäre. Aber man darf nicht vergessen, da ist es ja eine große Filmbranche. Also da geht es ja auch um viel Geld. Da geht es natürlich auch um das Image von Til Schweiger. Da geht es vor allem auch um das Image der Filme, in denen er mitspielt. Also da sind die Filmfirmen natürlich auch die Leidtragenden. Und scheinbar ist es bis jetzt, so wurde uns das signalisiert, eben den Filmfirmen auch gelungen, ja, diese Problematik, die in der Branche bekannt ist, immer und immer wieder runterzudimmen. Aber jetzt durch diesen Bericht im Spiegel, ich denke, jetzt ist eine Schleuse geöffnet. Wir werden gleich darüber sprechen. Es gibt ja auch noch weitere Schauspielerinnen, die ihn gut kennen, die sich jetzt aufgrund dieses Artikels gemeldet haben. Das stimmt. Nora Tschirner unter anderem. Nora Tschirner war mit ihm an der Seite in seinen eigentlich erfolgreichsten Filmen in Kein Ohrhase und in Zwei Ohrküken 2007 und 2009. Liegt also auch schon einige Jahre zurück. Sie hat jetzt gesagt, sehr, sehr viele Leute haben sich dem Spiegel anvertraut und über Zustände in der Filmindustrie gesprochen, die von den Verantwortlichen als null und nichtig erklärt werden. Ich muss sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, denn das ist bis auf wenige Ausnahmen für jeden in der Branche seit Jahrzehnten ein absolut offenes Geheimnis, dass diese Zustände herrschen. Damit spricht sie natürlich genau den Punkt an, den du gerade schon gesagt hast. Sie sagt aber noch mehr und zwar sagt sie, damit ignoriert man auch den Mut der Leute, die Angst haben, ihren Namen zu nennen, die es sich nicht leisten können, ein Fass aufzumachen. Da mache ich nicht mehr mit. Ich finde, dass in diesem Artikel sehr viel stimmt. Und dieser letzte Satz, ich finde, dass in diesem Artikel sehr viel stimmt. Da habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich ein direkter Angriff gegen Til Schweiger. Naja, Angriff, es ist auf jeden Fall sehr mutig von Nora Tschirner. Ich finde es auch gut, dass sie es macht. Ich war überrascht, dass sie es macht, weil sie Till natürlich auch seit vielen Jahren kennt und wie du sagst, in seinen größten Filmen ja auch dabei war. In den letzten Jahren war sie nicht mehr dabei. Vielleicht ist das Verhältnis auch nicht mehr so gut. Aber ich finde es einfach mutig, dass sie als Frau es jetzt auch sagt, ja, ich glaube, dass vieles stimmt. Und ich könnte mir vorstellen, dass nach der Aussage von Nora Tschirner auch andere Schauspielerinnen oder auch, ja, ich sag mal, es muss ja nicht immer ein Schauspieler sein. Es können auch Kameraleute sein, Beleuchter sein. Also man ahnt ja aus diesem Spiegelartikel, dass es eben nicht nur um die Schauspieler geht, gegen die sich Till nicht gut verhält oder nicht korrekt verhält, sondern das ganze Set betroffen ist. Absolut richtig. Also alle haben ja auch Angst. Es wird ja geschildert bei den Dreharbeiten zu Manta Manta, dass im Vorfeld schon kommuniziert wird, oh Gott, wie wird er wohl drauf sein? Oh Gott, er kommt jetzt, oh je, er ist betrunken. Sprecht ihn nicht an, guckt ihm nicht in die Augen. Diesen Satz fand ich auch ganz krass. Der wurde ja geäußert. Ja. Also dass man da scheinbar versucht, ihn in Watte zu packen, damit es gar nicht eskaliert bei den Dreharbeiten. Und sie sprechen von ihm als Imperator. Genau. Das war für mich auch so bezeichnend. Also Til Schweiger als Imperator zu bezeichnen. Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn der betrunken zum Set kommt, ich meine,
Da kannst du ja nicht drehen mit dem, da kann der ja gar nicht arbeiten. Nein, also das heißt, dann verzögert sich so ein Film. Es sind alle, die beteiligt sind an diesen Projekten, sind ja die Leidtragenden. Und das kostet ja auch viel, viel Geld. Ich musste vorhin natürlich auch an die Situation denken, als Til Schweiger Ilyas Mbarek auch da gab es einen Vorfall, ja. eine Ohrfeige verpasst haben soll in einem Berliner Promi-Lokal. Ja. Also es ist nicht das erste Mal, dass man davon hört, dass Til Schweiger die Hand, ja, Hand ausrutschen ist ein doofes Wort in dem Zusammenhang, glaube ich. Oder sagen wir so, dass er sich nicht ganz unter Kontrolle hat und dass er dann Dinge macht. Auch bei Ilyas Mbarek hat er sich ja wohl danach entschuldigt. Das hat eine Weile gedauert. Hat er sich entschuldigt. Bei Jan Ullrich hat er sich auch entschuldigt damals. Bei mir hat er sich auch entschuldigt. Also er entschuldigt sich dann auch immer wieder, wenn er gut drauf ist. Aber man muss sagen, jetzt widerspricht er aber den Darstellungen im Spiegel. Also seine Anwälte haben dem Spiegel mitgeteilt, ein Teil der Sachverhalte sei ihrem Mandanten nicht bekannt. Ein anderer Teil unterstelle angeblich Sachverhalte, die es nicht gegeben hat. Das muss man an dieser Stelle korrekterweise natürlich auch nochmal sagen. Ja. Tanja, ganz kurzer Blick in die Zukunft, ganz kurz. Kann das die Karriere von Til Schweiger zerstören? Also auf jeden Fall ist es eine ganz wichtige Delle, die da jetzt passiert ist. Wir wissen auch von einer großen Filmfirma, ein Film ist noch abgedreht mit Til Schweiger und die arbeiten seit ganz, ganz vielen Jahren oder Jahrzehnten mit ihm zusammen. Aber auch selbst in dieser Filmfirma gibt es im Moment keine weiteren Pläne, mit Til Schweiger zu arbeiten. Das ist natürlich hart, weil auch sein Tatort ist ja seit Jahren gar nicht mehr im Fernsehen. Da gibt es auch überhaupt keine Pläne, einen neuen Tatort mit Til Schweiger zu drehen. Und wenn jetzt die großen Filmfirmen auch von ihm abrücken, dann wird's ernst, ja. Ernst ist es sowieso jetzt schon. Ja. Wir bleiben da natürlich auf jeden Fall weiter dran und werden natürlich über alles berichten, was in dem Fall weiteres noch passiert. Ja, ich würde mir vor allem wünschen, dass sich doch noch Menschen melden, denen Ähnliches passiert ist in der Zusammenarbeit mit Til Schweiger und dass man dann solche Vorfälle eben öffentlich macht. Ja, vor allen Dingen, dass die Menschen vielleicht auch jetzt ermutigt werden zu sprechen. Ja. Denn es gab Menschen, die den Mut hatten, das jetzt zu tun und auf Missstände, wenn sie so dann vorherrschen, dann darauf muss aufmerksam gemacht werden.